Wir haben hier noch ein Clubrestaurant in Leipzig. Das Problem ist halt überall bekannt, dass wir geschlossen haben und es sind aktuell halt große finanzielle Probleme, die wir haben. Wir haben halt viel mehr Ausgaben als Einnahmen und mit den Corona-Hilfen hat es auch nicht so wirklich geklappt in der Vergangenheit. Da wurden wir ein bisschen vom Staat allein gelassen, um ehrlich zu sein. Wir haben die Location ungefähr vor einem Jahr angemietet gehabt. Wir wollten eigentlich einen Kaffee aufbauen, das hat leider nicht funktioniert aufgrund von Corona. Und dann haben wir halt die Chance ergriffen und haben jetzt ein Testzentrum reingebaut. Unsere primäre Idee war es jetzt nicht, damit Geld zu verdienen, sondern wir wollen wirklich helfen dabei, dass wir die Corona-Pandemie so schnell es geht in den Griff zu bekommen. Wie gesagt, die Location stand frei, die Idee war gut, also die war für uns alle drei sehr plausibel. Probleme gab es gar keine. Wir haben uns mit dem Gesundheitsamt in Verbindung gesetzt gehabt. Das hat eigentlich relativ alles gut schnell geklappt gehabt. Und wir haben das ganze Projekt innerhalb von 6 Tagen aufgebaut. Wir bieten aktuell 3 Testern, einmal den ganz normalen kostenlosen Bürgertest, der innerhalb von 7 Tagen einmal in Anspruch genommen werden kann. Des Weiteren bieten wir den Test noch normal an, kostenpflichtig, und den PCR-Test.